Glück. Das ist es. Alles, was ich brauche, ist Glück. Und? Wie fühlst du dich? Klasse. So richtig klasse. Du weißt Bescheid. Professor Slughorn hat die Gewohnheit, zeitig zu essen, danach rauszugehen und dann kommt er zurück in sein Büro. Okay. Ich besuche jetzt Hagrid. Was? Nein! Harry, geh und sprich mit Slughorn. Wir haben einen Plan. Ich weiß, aber ich habe da ein wirklich gutes Gefühl. Ich muss zu Hagrid, ich spüre es. Das ist für mich heute der perfekte Ort. Wisst ihr, was ich meine? Nein. Vertraut mir, ich weiß, was ich tue. Oder Felix weiß es. Hi. Merlins Bart, Harry. Entschuldigen Sie, Sir. Ich hätte Sie vorwarnen müssen, mich räuspern oder husten. Sie hatten wohl Angst, ich wäre Professor Sprout. Ja, das hatte ich allerdings. Wie kommen Sie auf den Gedanken? Na ja, Sie haben sich so verhalten, Sir. Sind hier durchgeschlichen, haben sich erschreckt, dass Sie mich sahen. Sir, sind das Tentakelblätter? Die sind sehr wertvoll, nicht? 10 Galleonen, das bleibt beim richtigen Abnehmer. Nicht, dass ich mit solchen krummen Geschäften vertraut wäre, aber das erzählt man sich. Meine Interessen sind selbstverständlich akademischer Natur. Ich muss sagen, ich finde diese Pflanzen ziemlich gruselig. Wie sind Sie eigentlich aus dem Schloss rausgekommen, Harry? Oh, durch die Vordertür, Sir. Ich gehe gerade zu Hagrid. Er ist ein guter Freund von mir und ich habe Lust, ihn mal wieder zu besuchen. Ich mache mich dann mal auf den Weg, wenn es Sie nicht stört. Harry! Sir! Es wird jeden Augenblick dunkel. Ihnen ist wohl klar, dass Sie nicht ohne jede Begleitung über das Gelände spazieren dürfen. Na, dann kommen Sie mit, wenn es nicht anders geht. Harry, ich muss darauf bestehen, dass Sie mich augenblicklich ins Schloss zurückbegleiten. Das wäre kontraproduktiv, Sir. Und wie kommen Sie darauf, Junge? Keine Ahnung. Horace? Bei Merlins Bart. Ist das eine echte Akromantula? Eine Tote, würde ich sagen. Großer Gott. Lieber Freund, wie haben Sie es geschafft, die zu töten? Zu töten? Er war mein ältester Freund. Oh, tut mir leid, ich konnte hier nicht... Ach, machen Sie sich keinen Kopf, so geht's nicht nur Ihnen. Schwerstens missverstandene Geschöpfe, diese Spinnen. Liegt an den Augen, glaube ich, kriegen manche eine Krise von. Ganz zu schweigen von den Beißzangen. Ja, das wahrscheinlich auch. Hagrid, ich will wahrhaftig nicht pietätlos sein, aber Akromantula-Gift ist wirklich unwahrscheinlich selten. Ob ich wohl 1, 2 Fiolen entnehmen dürfte, für rein akademische Zwecke natürlich. Naja, ich nehme mal an, dass es ihm nicht mehr viel nützt, oder? Ja eben, das dachte ich auch. Ich habe immer 1, 2 Ampullen dabei, falls sich eine solche Gelegenheit ergibt. Alte Gewohnheit als Meister der Zaubertränke. Sie hätten ihn in seiner Blütezeit erleben sollen. Er war überwältigend. Einfach überwältigend.